Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Feed the Beast mit Martin. Ja, da bin ich. Und mir, dem Kai. Wir hatten letztes Mal aufgehört, dass wir hier diesen, oder ich zumindest, diesen Köhle, wie sag ich mal Köhle, habe ich letztes Mal schon gesagt, diesen Köhle. Kohleflöz hier gefunden habt und da ein bisschen mich dran laben wollte. Bevor du alles andere hier auch noch abbaust, ich hatte ja versprochen, dass ich ein bisschen was über diese Erze erzähle. Aber mir leckt's auch. Sagt auch. Weil aus normalem Minecraft kennt ihr ja vielleicht das. Ich sage nicht abbauen. Warte noch, ich erzähle gerade was du. Erzähl doch mal, das, wie Aus dem lange kann's normalen dauern? Minecraft. Aus dem normalen Minecraft kennt ihr ja vielleicht diese, das hier, das ist halt ganz normales Eisen. Dann gibt es noch, unter anderem, unter vielem anderen, das hier. Das ist Copper, also Kupfer. Auch nicht unbedingt selten, aber halt eine Neuerung zum Vergleich zum normalen Minecraft. Und wir haben Tin, also Zinn. Und Kupfer braucht man jetzt noch nicht unbedingt. Das wird dann später wichtig, wenn man anfängt, sich ein bisschen Maschinen zu bauen, für die man dann Kupferkabel braucht und so bla bla bla. Aber da kommen wir halt alles noch zu, ne? Also auf Aber jeden das Fall war echt viel abgespacete Scheiße hier. richtig viel. Vor allen Dingen, teilweise findet man da Sachen, wo man halt echt überhaupt nichts mit anfangen kann. Ey, weißt du noch, wie meine Dings, meine Kristalltruhe damals aussah? Ja, Mann, aber mein aber auch. Ja, deine auch, aber die Hälfte der Sachen, ich wusste echt nicht, was ich damit machen soll. Keine Ahnung, kein Plan. Ich habe hier gerade ein bisschen Eisen zum Schmelzen Ja, reingelegt, ich auch. damit wir schon mal hier bauen können. Eisenwaffen. Genau. Ah, du hast auch schon gebaut. Truhe habe ich auch Chillig. schon hingestellt, in der letzten Folge schon. Okay. Kam aber nicht dazu, es zu sagen, weil du gerade so schön fleißig geredet hast. Ich wollte Ja, du echt nicht, weißt, kennst das doch. Du ja, kennst ich das wollte doch, wenn nicht ich einmal im unhöflich sein. Redefluss bin. Ja, ich wollte nicht unhöflich sein und dich Oh. gerade so beim Reden stören. Finde ich gut. Ja. Ja, dann. Ich glaube, die Höhe hier, warte mal, die Höhe. 44. Wo sind wir denn? 44. Ist eigentlich gar nicht so. Steht ja sogar da oben in der Mitte. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ist das eine Höhle da auf der Minimap da in die Richtung? Ja. Auf der Höhe hier? Tja, oh, hab ich genießt, ey. Oh. Oh, Alter. Hab ich nicht gesagt, mute dich Oh, vorher? oh, ist jemand verletzt, Alter? Oh, Alter, ja, mein Tschüss. Trommelfell. Du bist ein richtiges Tier. Ja, Mann. Aber wir können jetzt nicht die ganze Zeit in die Höhle reinfahren, weil irgendwann wird es wirklich dunkel und das ist echt scheiße. Aber wir haben noch Kohle mittlerweile. Alter, ich glaube, ich habe hier gefunden, Ups. Uran. Was? Laber doch keinen. Ich kann es nicht abfarmen, sonst geht's kaputt. Sag mal her. Tatsache. Oder ist das dieses Forcium oder wie das Zeug heißt? Ich weiß nicht, ich baue mir jetzt mal eine Metallhacke und werde mal sehen. Ich meine, Höhle wäre an sich natürlich schon keine schlechte Sache, ne? Da hätte man zumindest schon mal ein bisschen Erze gefarmt. Soll ich dir gleich eine mitmachen? Ja, bitte. Gerne. Danke. Nicht dafür. Juhu. Ja. Jetzt geht das schon wieder los. Yeah. Ihr müsst wissen, wir sind ein kleines bisschen verrückt manchmal. Ein bisschen aber nur. Oh, bleib stehen. Wahnsinniger. Alter, genau, werfst du doch direkt ganz bis nach Aserbaidschan. Wollte ich auch, aber weißt du, die Preise waren so teuer und so. Ach Deswegen. so, an alle Aserbaidschaner, die gerade zugucken, wir meinen das echt böse. Nur er, ich nicht. Alter, soll ich hauen? Ein bisschen. Okay, ich habe gerade noch groß und dick drüber geredet, dass Kohle jetzt seltener geworden ist. Ja, deswegen sage ich doch, du erzählst hier gerade einen Scheiß. Aber das stimmt echt. Also nein, ist vielleicht nicht seltener geworden, aber man findet es halt nur in größeren Tiefen. So. Also Kohle. Ja, wenn du Cola hast, am besten Ah. gleich in die Furnace packen und so. Hier. Amber. Amber ist so viel wie... Amber? Was war denn Amber? Quarz? Nee. Amber. Bernstein. Hier. Bernstein. Habe ich auch noch nie benutzt, glaube ich, im Feedbeast. Ich Keine glaube Ahnung, ich wie es auch gut nicht. ist. Ich hab die scheiße kistenweise gestapelt. Bei mir. Ich bin runtergefallen. Auf Du jeden Fall, kannst ich ja hab. immer, wenn du was Neues findest, kannst du ja mal das ein bisschen zeigen und erklären und bla bla bla. Ja, klar. Weil das ist ja für die Leute, die es nicht kennen, auch ganz interessant. Ja, ich bin jetzt gerade noch ein bisschen gerade draußen.
komme auch gerade wieder hoch, weil ich gerade schon wieder Hunger bekomme. Und mir gefällt das nicht, dass ich hier mit 5 Herzen rumpimmel. Ne, ich werde mal ein bisschen mal den Eingang ein bisschen so Cobblestone-mäßiger machen. Okay. Dann bin ich gerade noch essen, also Dings. Und hier gefällt mir das nicht, dass wir hier so voll so erdemäßig wohnen. Hast du nicht gerade gesagt, sollen wir jetzt nicht Höhle bauen? Doch, aber. Sollen wir jetzt nicht Höhle bauen, Alter? Ja, eine Höhle kann man bauen, aber. Ich habe einen Timer nicht angemacht. Ach, nicht so schlimm. Ja, machen wir es einfach noch ein bisschen so. Pi mal Daumen. Alter, Hammer am Regnen, sagst du? Kleines bisschen. Ich gehe mal ein bisschen auf Essenssuche, weil. Ja, mach das mal. Ich traue mich gar nicht richtig zu laufen, Alter, weil dann geht das ja auch nicht. Was ist das denn? Hier, da hinten sind voll die Spinnenweben an der Oberfläche. Alter, komm jetzt her. Bevor wir hier uns richtig an Feed the Beast ranwerfen und alles, Oh, warte mal, du leckst gerade. ja, aber bei mir nicht. Das ist ja krass, das habe ich auch noch nie gesehen. Sorry, ganz kurz, aber hier ist ein Baum, wo die übelsten Spinnenweben dran sind. Oder ist ein Spinnenspawner irgendwie? Weil die hat mich gerade schon eine Spinne attackt. Attacked. Hey, komm mal her, ohne Scheiß, habe ich das noch nie gesehen. Ja, 5 Minuten. Boah, Schweine, chillig. Ja, auf So, jeden das Fall, was ich ist. jetzt sagen wollte, bevor Kai mich gleich nochmal unterbricht. Oh, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ja, da stand's. Wie gut, dass wir noch kein Bett haben. Alter, jetzt darf ich 300 Blöcke in. Toll. Hast du dir einen Wegpunkt gemacht? Ja, aber ich weiß nicht, ob wir den benutzen sollen. Nein, hinlaufen. Ja. Das Es ist ja gibt das, halt was ich, theoretisch die was ich die Möglichkeit. ganze Zeit sagen will, aber du willst mich halt Ja, echt es gibt ja partout theoretisch die töten. Möglichkeit, dass ich mich jetzt direkt zu meinem letzten Todespunkt teleportieren könnte, aber Ja. aus Gründen der. Aus Gründen. Ey, ich kann heute echt nicht mehr sprechen, ne? Ja, also Aus Freunde, Gründen es ist halb vier Uhr der. morgens. Das stimmt, lol, was ist denn das Wasser hier? Voll das Gammelwasser. Voll das grüne, eklige Gammelwasser, bah. Du bist ein Gammelwasser. Ich glaube, ich habe gerade eine Stadt gefunden. Ah ne, das war okay. Das ist noch aus der alten. Entschuldigung, wir haben nichts gezeigt. Okay. Auf jeden Fall, jetzt habe ich mal wieder Ich voll. bin gerade. Ich bin ruhig. Ja, voll den Faden verloren. Ja, jetzt weiß ich wieder. Bevor wir uns richtig an Feed the Beast ranschmeißen, wollen wir erstmal, ist natürlich das Farm unvermeidlich. Was dazu beiträgt, dass wir nicht cheaten werden. Das, was der gute Freund Kai uns gerade versucht hat zu erklären, dass man sich ran teleportieren kann und alles. Und ja, das so wollen wir eigentlich nicht spielen. Also wir wollen schon richtig schlecht klassisch einfach spielen und glücklich sein. Genau. Und das wird dann eben auch mal ein paar Folgen einfach reines Farmen sein. Also damit müsst ihr leben. Aber das ist auch Minecraft, das macht das Ist nicht ja aus. eigentlich auch ganz cool so. Also ich fand das immer cool in Videos, wenn Leute einfach nur farmen wollen. Ja, und wer hat Weil das dann immer so gesagt? ein auf den Spannungen, weißt du, wenn man einen Diamanten gefunden hat und dann fällt er in die Lava und dann kann man sich übelst kaputt lachen, wie dumm der eigentlich ist. Ja, Mann. Naja, okay, obwohl ich jetzt hier gerade nicht farme, sondern mehr zu Hause hier rumhocke. Oh, ich bin mehr da. Und ja, ich mache gerade einfach ein bisschen so Ich habe hier Terraforming im gerade. Haus. Okay, ich habe hier gerade voll den Schweineherd gefunden. Ja. Das heißt, ich komme mit gut gefüllten Essensbeuteln nach Hause. Alter, das Schwein gerade 3 Steaks fallen lassen. Ja, okay. Alles Klärchen, ich werde dann So, zu jetzt Hause kann ich hier warten. den Todespunkt. Mach schon mal den Ofen heiß. Der ist schon heiß. Okay. Es wird schon wieder dunkel. Mama mia. Ups. So. Ah, oh, Skelett. Dich nehme ich aber trotzdem noch mit. Oh, alter Schwede. Er sagt Okay. alter Schwede.
Ich frage mich echt, was das ist hier. Ob hier irgendwo ein Spinnenspawner unter der Erde vielleicht ist? Das ist eigentlich echt ungewöhnlich. Das weiß keiner. Alter, nein, hier sind immer Monster. Lauf, Forrest, lauf! Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr sprinten. Doch. Alter, ich hab war noch nie so froh. Hast du mich zugebaut? Nein. Doch. Alter, hast du doch. Ich komme nicht mehr rein. Na klar. Du hast Treppen hingebaut, kann das sein? Ach so, ja. Ja, okay. Kurzer Mini-Herzinfarkt, lol. Was hast du denn hier gemacht? Ach, ich hab ein bisschen diese Scheiße da weggemacht. Diesen okay. Kies. Ach so, nice. Konnte ich nicht ertragen. Wird mein Leben so sehr. Freischwebende Treppe, sagst du? Ja, sieht auch wie cool aus. Du bist Designerhaus? Boah, Schweinefleisch. Lecker. Richtiges Spanferkel gebe ich mir gerade. So. Oder wie du so schön immer sagst. Ich stelle mir gerade schön vor, wie es vor 2 Minuten noch gelebt hat. Okay, Leute, das sage ich echt nur, um meine Frau zu ärgern. Weil ja, das stimmt. Sie ist sehr tierfreundlich und immer wenn wir dann essen gehen und so, dann sage ich immer, ja, Schatz, weißt du noch, wie es war? Oder stell dir einfach mal vor, dass dieses Tier vielleicht noch vor 2 Wochen noch voller Lebensfreude auf einer Wiese gelebt hat und gegrast hat. Nichts ahnend. Ja. Und dann rastet sie immer aus und dann ist es einfach so süß, das macht einfach Spaß, das Ganze zu beobachten. Voll süß, ne? Wenn da so eine übliche Furie anfängt loszulegen. Nicht, dass deine Freundin eine Furie wäre, das habe ich nicht ja, gehofft. Aber ich geil mich darauf immer ein bisschen auf, wenn ich ehrlich sein muss. Oh, Alter. Na, weißt du, danach, man darf sich so trösten und so. Aha. Ja. Das ist natürlich die beste Anmachtaktik, ne? Erstmal eine Frau hart beleidigen und dann trösten. Ungefähr. Hey, vielleicht sollte ich das ausprobieren. So, hier gibt's schon wieder was Neues. Cinnabar Ohr. Weiß ich auch nicht, was man daraus macht. Ich stell mal so Kiste und so alles erstmal dreist in die Mitte. Mach mal. Und dich hier erstmal. Wie jetzt auch so. Oh, alter Schwede, ich hasse Gravel, ne? Dann reinpacken. Reinpacken. Erstmal alles reinpacken, was ich nicht brauche. Ja, schmeiß mal alles rein, ne? Kopper kann ich ja gleich noch brennen. Kennst du eigentlich den Trick mit dem Dings, mit dem Gravel? Mit dem wen? Mit dem Gravel? Nein. Wenn du den quasi abbaust und dann einfach eine Fackel drunter stellst, dann zerstören die sich automatisch da dran. Okay. Das heißt, du musst ja nicht wie so ein Vollidiot immer jeden einzelnen Gravelblock wegmachen. Alter, das ist schon ganz schön viel Gravel hier gerade ist. Ey, ein Steak und das dauert echt so lange. Oh. Oh. Mist. Was ist bei mir gerade passiert? Ich weiß es nicht. Ja, ich spiele mit dem Laptop hier gerade und ich komme mit meinem Daumen die ganze Zeit gegen das hier. Touchpad. Ja, aber ich kann sagen, ist der Name gerade nicht eingefallen. Ja, deswegen habe ich das ja bei mir ausgemacht. Richtig schlecht, so. Machen wir noch ein bisschen Copper. Und dann farme ich erstmal nochmal den Ofen ab. Welche Höhe war das hier? 39. Also keine optimale Diamantenhöhe. Obwohl ich jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht drauf ausgelegt bin, jetzt hier schon die übelsten Diamanten zu finden. Ach, mit Diamanten finden, da gibt es zum Beispiel jetzt bei FitTheBeast eine ganz andere und viel bequemere Möglichkeit, Gold zu bekommen. Gold sage ich schon. Ja, gibt es natürlich auch, ja, aber das dauert halt ein bisschen, bis man das sich erstmal Dings hat, ne? Ja, genau. Dann gibt es ja sozusagen so eine gewisse Minium-Steine, die du erstmal zu einer von Minium-Scherben erstmal zusammensammeln musst und dann mit so, wie heißt dieser Scheiß da? Warte mal. Boah, weiß ich gar nicht. Warte, warum schreibe ich nicht? Minium. Wie ist der Donner? Da braucht man nämlich dieses Minium-Stein und so einen Innerstein. Ja, das ist, und im Prinzip kann man dann daraus
Warte mal, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Man kann da draus dann quasi, ich sag mal so, man packt zum Beispiel 10 Gold rein und bekommt einen Diamant raus. So in etwa, ohne das jetzt genau zu wissen. Genau. Ich habe übrigens gerade eine Höhle gefunden. Ja. Und es macht mir ein bisschen Angst, dass als ich die Höhle gefunden habe, hat es übrigens angefangen zu donnern. Voll gruselig. Und lol, hier sind Bienen. Nein, aber hier kann man es irgendwie auch schon mal sehen, wenn ich hier mal eine Fackel hinstelle. Es gibt einfach unglaublich viele Erze, die überall rumhängen. Das heißt, in so einem kleinen Bereich hier kann man einfach so unglaublich viel farmen. Und unglaublich lange auch. Das ist Apropos Inventar unglaublich einfach lange. definitiv zu klein, ey. Ja, apropos unglaublich lange. Was meinst du, wie viel haben wir jetzt? 10 Minuten auf dem Timer. Okay, das hast du doch angemacht. Ja, nachträglich. Ah ja, okay. So, schon wieder was Neues lernen. Was sagst du? Weiß ich noch nicht. Dark Simpel. Cyclorium. Ist auch eine Limonus. Alter, das ist hammermäßig am Donnern. Bei dem ist. Ja, doch. Oha. Ich würde mich ein kleines bisschen wohler fühlen, wenn du offen wärst, um ehrlich zu sein. Ich will aber nicht. Ich mache gerade diesen richtig typischen Minecraft-Flair, einfach nur so einen kleinen Bunker. Voll das Minecraft-Flair. Ja, kennst du das so, die ersten Gebäude sind immer einfach ein Klotz. Ja, klar. Irgendwie hat sich das bei uns so eingebürgert, dass Martin mehr so die Häuser macht, also zumindest am Anfang. Und ich dann erstmal ein bisschen farmen gehe. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, keine Ahnung. Früher war das immer andersrum. Früher war ich mal der Innenarchitekt und die Hausfrau. Hausfrau. Ich habe Zombie gehört. So. Boah, Alter, was ist das denn hier? Ich brauche es ein bisschen geräumiger hier. Das ist mir echt ein Ich komme nach Hause Ding. mit... Oh, Mama! Scheiße, bin gerade voll durch die Decke gefallen. In eine andere Höhle, Alter. Erstmal ausleuchten. Erstmal nicht sterben. Bring mal ein bisschen Kohle mit und so. Ey, weißt du, was das Problem ist? Aber das ist auch ein typisches Minecraft-Problem. Ich werde hier im Leben nicht mehr rausfinden. Okay, hier ist Ende. Oh, Na puh. gut, Kai, lass uns erstmal einen Cut für die zweite Folge machen. Ja, machen wir. Genau. Gut. So, mach's gut, Freunde. Wir sehen uns hoffentlich in der dritten Folge wieder. Genau. Ich strecke mich gerade übelst männlich. Kannst du das nicht... Geil, kannst auch nicht mit warten damit, ne? Nein, Mann, das musste gerade sein. Es hat sich Ich musste einfach sich gerade... erstmal seinen Rücken brechen, ey. Es hat einfach gepasst. Alles klar, Freunde. Ich hoffe, wir sehen Okay. uns in der nächsten Folge wieder. Das hoffe ich allerdings auch. Alles klar, Jungs und Mädels. Haut rein. Bis dann, macht's gut, ciao. Ja, ciao.